Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, heute die liebe Verena und Mona zum Gespräch zu haben bei mir. Und ich kenne mich ja schon die meisten, Christine, Kina. Ich spreche ja sehr gerne auch über die Themen Heilung. Und diese zwei Expertinnen, die heute bei mir zu Gast sind, kennen sich besonders gut mit der Leber aus. Und deswegen würde ich euch jetzt gerade das Wort übergeben. Was ist so das Wichtigste auf eurem Weg, dass ihr gemerkt habt, das ist ein wichtiges Thema? Da möchten wir den Menschen helfen. Also für mich an jetzt? Ja, gerne. Genau. Also ich habe mich 2008 auf den Weg gemacht zur Heilung, also meine eigene Heilung. Da so ging es eben los, weil ich so ganz gesehen habe, ich habe ganz viele Probleme. War da davor sogar noch in Traumatherapie, nicht so viel gebracht und ging dann weiter mit einem Energiearbeiter. Also ich habe eine Ausbildung gemacht zur Energieseherin nach Martin Brunner. Das geht in Richtung Inka-Schamanismus. War dann für viele Jahre unterwegs, so um mich selber zu finden, um selber meine Themen anzuschauen, um mich zu reinigen, um festzustellen, dass ich ja hochsensibel bin, dass ich hellsichtig bin und so weiter. Auch hellriechend, hellfühlend, alles mega empathisch in allen Richtungen, viele Kanäle offen. Ja, und das ging dann mit dem Energetischen, das geht immer noch weiter, also da mache ich immer auch noch weiter. Es war aber immer auch so der andere Part da, dieses Körperbewusstsein, so dieses immer so ganz am Anfang so, kümmere dich auch um deinen Körper. Also das Energetische ist gut, dass du dich um deine Glaubensgrundsätze kümmerst, dass du dich um deine Ängste kümmerst, um dieses und jenes und das alles. Und ich mache das nach wie vor, ich finde es nach wie vor total richtig und wichtig, aber eben auch der Körper, weil ich hatte ganz viele körperliche Symptome, die mit der Energiearbeit leider nicht verschwunden sind. Ich dachte ganz lang, ja, mit der Energiearbeit, da verschwindet eh alles, weil es ist alles Energie und weil ich die richtigen Glaubensgrundsätze habe und so weiter, geht es alles. Ja, nee, aber mir nicht so. Ich bin dann auch ein bisschen durch Wirren und Wirren verschiedene Ernährungsweisen so ausprobiert und einfach Verschiedenes ausprobiert und war aber nie, hatte nie so das Gefühl, boah, das ist jetzt das, wo ich weiß, ja, das ist es. Das ist so für mich meine Wahrheit. Das ist einfach perfekt. Und das ist das, was ich immer wissen wollte, wonach ich immer suchte. Und gefunden habe ich das beim Anthony William. Anthony William ist, der nennt sich auch Medical Medium. Das heißt, er bekommt alles gechannelt. Also alle seine Informationen sind gechannelt vom Geist des Mitgefühls. Und alles, was der da so geschrieben hat, also die Bücher sind ja auch gechanneltes Wissen. Und alles, was der geschrieben hat, ist einfach so, hat es nur für mich geschrieben. Ganz sicher. Und da habe ich mich so wiedergefunden in diesen Büchern und auch so einfach so diese komplette Sicht, also das, so wie er das schreibt, oder ja, das ist genau so habe ich mir das gewünscht. Genau das ist meins für mich. Und die Reise hat angefangen, irgendwann Mitte 2019 mit dem Anthony. Und Ende 19 kam, glaube ich, das Buch also Heile deine Leber. Und seither eben ist das Leberthema auch ganz, ganz groß da und ist einfach noch größer. Bei mir wurde bewusst, die Leber ist ein total wichtiges Organ. Also ganz viele sagen ja, nee, das ist der Darm, du musst um die Darmsanierung kümmern, dass es deinem Darm gut geht. Und dann ist eh alles super. Habe ich gemacht, hat bei mir leider auch nicht funktioniert. Meine Histaminintoleranz war immer noch da, der Tinnitus ist immer noch da und viele andere Sachen auch immer noch da. Und durch das, dass ich verstanden habe, also Leberprobleme hat man nicht nur, wenn man viel Alkohol trinkt und Medikamente isst, sondern man hat eigentlich ganz prinzipiell eine überlastete Leber. Also der Anthony spricht sogar von 95% der Menschheit haben eine überlastete Leber. Und dachte, ja, da gehöre ich dann bestimmt auch mit dazu. Und eben durch das Lesen von dem Buch und wir haben das auch nochmal durchgearbeitet, wir zwei. Und eben durch das Aufarbeiten in dem Seminar wurde uns, glaube ich, auch beiden auch sehr viel mehr bewusst, was für eine Rolle die Leber wirklich in unserem Leben spielt. Und wie unterschätzt denn diese Rolle von unserer Leber ist. Genau. Ja, und so sind wir, bin ich zu der Leber gekommen. Und ich bin ihr so dankbar, dass ich da dazu kam und das einfach alles in einem viel größeren Zusammenhang jetzt einfach auch verstehe
und eben auch verstehe, warum ich meine manches nicht heilen konnte, wie es die Histaminintoleranz oder die Unverträglichkeit, warum ich die auch hatte. Also einfach durch dieses Wissen, das ich jetzt habe, wurde mir das einfach jetzt klar. Dann ist es auch so, ja klar, das ist weil wegen. Genau, und zu weil wegen kommen wir ja später noch. Ja, und ich glaube, ich würde es an die Verena weitergehen, okay, dass ihr auch die Verena kennenlernt. Gerne. Ja, ich wurde bereits 2013 auf die Leber aufmerksam. Und zwar hatte ich, es fing schon in der Teenagerzeit an und setzte sich im jungen Erwachsenenalter fort, dass ich ständig irgendwie so Gallenblasenbeschwerden hatte. Sehr schmerzhaft, alle paar Wochen wieder, war sogar mal im Krankenhaus und bei zig Ärzten und keiner konnte mir wirklich sagen, warum. Also Steine waren nicht zu finden und was da los ist, konnte mir keiner sagen. Und dann hat mich das Leben irgendwann auf eine Rohkostmesse geschickt, eben in 2013. Und dort bin ich auf einen Menschen getroffen, der eine Leber- und Gallenblasenreinigung mit Saftfastenwoche, die davor geht, anbot. Und der hatte halt so viele Infos zu, warum die Leber eben wichtig ist und wie die belastet ist. Und das hat mich dann eben total angesprochen, weil ich wusste ja, die Gallenblase ist irgendwie direkt mit der Leber verbunden. Also das hängt ganz eng zusammen. Also habe ich das mal gemacht. Das war dann eben so eine, kennen vielleicht auch, einige haben schon mal gehört, so à la Andreas Moritz heißt er, glaube ich, so eine Leberölspülkur, wo man ein ganzes Glas Olivenöl trinkt und ein ganzes Glas Zitronensaft. Ist echt heftig. das war schon eine heftige Kurerfahrung, aber da habe ich bei diesen Menschen eben unheimlich viel darüber gelernt, ja, wie eigentlich gesunde Ernährung geht, Richtung rohvegan, vitalstoffreiche Ernährung und dass das eben auch das Ideal für die Leber und überhaupt für den ganzen Körper und für strahlende Gesundheit ist. Also hat ja auch einige andere Beschwerden wie Pollenallergie oder ja, mein Immunsystem war nicht das fitteste und im Darm und ja, und dann habe ich mich da auf den Weg gemacht. Und dieses Thema selber in die Gesundheit zurückfinden, mich selber um meine eigene Gesundheit kümmern, das hat mich fortan so fasziniert, dass ich das dann auch so ein bisschen zur Berufung gemacht habe. Und dann in 2017 zwei Online-Kongresse in dem Bereich gemacht habe zum Thema Well-Aging. Und ja, immer ging es um verschiedene Ernährungstheorien, wo ich auch viel ausprobiert habe und aber auch nie so ganz sicher war, ist das jetzt wirklich richtig gut für meinen Körper? Und es klingt zwar logisch für den Verstand, aber ich weiß nicht. Und dann bin ich irgendwann auch auf ein Buch von Anthony William gestoßen. Und als ich das gelesen habe, ging es mir irgendwie so ganz ähnlich wie der Mona. Also, dass ich gedacht habe, wow, ja, also das macht jetzt wirklich mal Sinn und fühlt sich sowas von stimmig und wahr an. Und das werde ich jetzt auch mal ausprobieren. Und das fühlte sich dann auch sehr stimmig an, als ich das dann mal praktisch machte. Habe ich die Mona im letzten Jahr kennengelernt und dann auch endlich das Heile deine Leberbuch. Und das führte mich dann sozusagen zurück zu meinen Anfängen. Jetzt noch, und da habe ich dann erst kapiert, was ich da mit dieser Ölspülkur eigentlich bei meiner Leber angerichtet habe, dass es nicht so toll war. Und habe dann lieber die Leberkur von Anthony William mal gemacht, die sich so viel angenehmer anfühlt und wo ich jetzt wirklich weiß, da tue ich wirklich was Gutes für meine Leber mit aller Gewissheit. Genau. Ja, vielen Dank für das Teilen eurer auch sehr bewegenden Geschichte, weil also ich merke gerade, ihr sprecht wirklich auch aus Erfahrung. Und ich fand es auch toll, also wo ich in Kontakt wieder mit dir, Verena, gekommen bin, dass ich ja auch zum Beispiel gemerkt habe, ich weiß ja noch nicht so viel und freue mich jetzt dann auch gleich tiefer zu gehen, aber dass er zum Beispiel ja auch empfiehlt, zum Beispiel Honig, und das war bei mir immer so ein Thema, dass ich so gemerkt habe, also ich finde bei allen Liebe, das ist vegan und auch viel Rohkost, viel pflanzlich, voll gut, aber das mit Honig, das hat mein System gesagt, das ist mein Heilmittel, weil ich sonst eben möglichst auch, ja,
chemische Medikamente, also ja, schulmedizinische Medikamente jetzt auch meide, weil mein System auch immer gesünder geworden ist. Und das war für mich auch so wie, also der, was ich ein Buch gesehen habe über die Ernährung, weiß, glaube ich, wirklich sehr viel. Und wo er auch eben auch noch dieses Energetische und auch dieses Mitgefühl, also ja, hat mich auch gleich angesprochen. Also von dem her freue ich mich, wenn ihr wirklich einfach auch noch ein bisschen tiefer so aus der Essenz erzählt, was sind vielleicht so die wichtigsten Sachen, die die Menschen heute auch vielleicht verstehen können, dann, wenn sie aus diesem Interview gehen oder auch nachher sich entscheiden, vielleicht, ja, mit euch auch in Kontakt zu kommen. Was erwartet denn einem überhaupt, wenn man sich eben zum Beispiel entscheidet, für die Leber da was Stärkendes zu machen? Ja, man begibt sich damit schon auf einen längeren Heilungsweg, definitiv. Ja. Also was wir auch beide merken, da ändert sich da natürlich auch nicht, oder die Gesundheit verbessert sich nicht von heute auf morgen einfach schlagartig, weil man mal eine Leberkur von Anthony William gemacht hat. Also Anthony William sagt halt auch an einer Stelle mal, dass pro Jahr Krankheit im Grunde ein Monat Heilung auch zu rechnen ist. Also wenn jetzt jemand im mittleren Lebensalter dann jetzt anfängt, sich eben mal leberfreundlich zu ernähren, sich um seine Leber auch sonst zu kümmern und war jetzt aber 20 Jahre lang krank, also das dauert dann halt oder gar noch länger. Ne? Ja. Ja, vielleicht immer noch mal ein bisschen auch auf die Aufgaben der Leber auch ein. Ne? Was machen die überhaupt alles? Weil, wie ich ja schon gesagt habe, die meisten machen nur, ja, keine Ahnung, mit Alkohol und Medikamente und mehr macht die nicht. Die hat über 2000 Aufgaben, die Leber. Das ist unglaublich. Also es sind 2000. Ja? Also, und eines davon ist eben, dass sie das alles System, also die ist einfach, die ist ein Recyclingbetrieb, sie ist ein Abfallbetrieb, sie ist ein Bevorratungsbetrieb. Also die macht einfach so unglaublich viel. Überwachung macht sie noch. Der ist der Sitz eigentlich von unserem Immunsystem. Mhm. Das ist in der Leber, nicht irgendwo anders. Das ist einfach in der Leber. Ja. Und was sie noch hat, das sind zum Beispiel so Zahlen, wie sie filtert insgesamt 2000 Liter Blut am Tag. Also 2000 Liter Blut fließen durch unsere Leber jeden Tag durch und sie filtert wirklich alles. Ne? Und was eben auch wichtig ist, was mir so ein Aha-Erlebnis hatte, der Anthony spricht zum Beispiel immer bei Autoimmunkrankheiten. Das sagt, nee, das, was euch die Ärzte erzählen, dass Autoimmunkrankheiten, der Körper richtet sich gegen dich, das stimmt nicht. Das sagt, das ist eine glatte Lüge. Dein Körper würde sich niemals gegen dich richten, nie. Niemals würde der gegen dich sein, das ist dein Körper. Ja. Und die Leber ist ein total wichtiger Teil davon, weil die Leber wirklich, also der Anthony bezeichnet, ist eine Schlachtross, also sie geht in den Kampf, also der verwendet wirklich die Wörter Schlachtross und kämpfen und ja, und sie beschützt dich vor allem, was da kommt und macht es auch. Und aber wir sagen, ja, aber die Leber tut ja gar nicht weh. Ja, weil sie kämpft und sie macht und sie tut. Eben, dass die anderen Organe geschützt sind, zum Beispiel die Bauchspeicheldrüse, dass die geschützt ist. Oder dass das Herz geschützt ist, dass unser Hirn geschützt ist. Genau. Vor den Schadstoffen. Genau. Und immer gut mit Sauerstoff versorgt ist. Auch dafür sorgt sie. Genau, dass wir genügend Sauerstoff ist vielleicht auch zum Thema Fett, da weiß die Marina viel mehr wie ich. Also so, ja, Fett ist ein großes Thema bei Anthony William. Genau, weil Fett und Sauerstoff. Ja. Weil das ist ganz interessant zu wissen, das weiß sonst auch kein Mensch wahrscheinlich, der nicht seine Bücher gelesen hat, dass die Leber nicht gleichzeitig sich um Entgiftung kümmern kann und eben den Schutz vor pathogenen Keimen und so weiter und die Fettverdauung. Das heißt, wenn man permanent von morgens bis abends sich fettreich ernährt, dann kommt eben dieser Aspekt Entgiftung und Schutz viel zu kurz. Und daher kommt eben auch diese Überlastung, weil sich eben die meisten Menschen doch eher fettreich ernähren. Und so verschlackt die Leber immer mehr und kann ihre Aufgaben da kaum noch richtig gut wahrnehmen. Und darf ich eine Zwischenfrage stellen, weil ich glaube, das könnte auch ganz viele interessieren. Was sind aber vielleicht so die gesunden Fette?
Ja, das Ding ist, da unterscheidet Anthony William nicht, weil egal, ob sie das gesunde Fett einer Avocado oder von Hanfsamen und Leinöl und hast du nicht gesehen, verdauen muss oder das Frittenfett oder Schweinespeck oder sowas in die Richtung. Also sie kann sich dann halt nur um die Fettverdauung kümmern. Wobei natürlich, also wir brauchen schon in einem gewissen Maße Fett, aber so in Spuren ist es tatsächlich im Obst und Gemüse und im grünen Blattgemüse vor allen Dingen enthalten, sagt er, also so gerade Omega-3-Fettsäuren. Wir merken schon, dass wir ein bisschen mehr schon brauchen, aber dann ist entscheidend, zu welcher Tageszeit man das isst, weil nämlich die Leber so ja, hat ab 3, 4 Uhr morgens, also in der Nacht, so ihre Entgiftungszeit, wo sie startet, da zu arbeiten. Und wenn man die Zeit einfach dann verlängert bis mittags, anstatt schon zum Frühstück Fett zu essen, wenn man den Vormittag also sich wirklich fettfrei ja, von Obst in der Regel, wer mag auch Gemüse, ernährt, dann ja, tut man der Leber was richtig, richtig Gutes und für seine Gesundheit eben und auch für die Verjüngung im Grunde, weil das ist auch noch interessant, die Leber stellt auch so den jungen Brunnen des Körpers da. Und das kann sie eben auch nur, wenn sie nicht ständig Fettverdauung machen muss, dass sie so die Zellen des Körpers erneuert. Genau. Und ich finde das so spannend, was du sagst, weil vielleicht kennst du das auch, Mona, dass du das wahrscheinlich auch gemerkt hast. Man hört das eben, es gibt gesunde oder ungesunde Fette, aber das System sagt einem eigentlich, weniger ist mehr. Also hattest du das auch, dass du auch so intuitiv ganz viele Sachen so gespürt hast für dich? Also viele, ja, wobei ich da ein bisschen reinhaken muss. Ich hatte ja auch sehr viele Viren. Also bei mir war die Virenbelastung extrem hoch. Und die Viren, die sind relativ schlau. Und die haben ja immer einreden wollen, oder die sind einreden wollen nicht, aber die waren recht stark in dem, dass sie sagen, oh, ich will jetzt aber eine Pizza und ich will jetzt ein Eis und ich will jetzt dieses und jenes. Und ich wusste schon, also ich wusste schon für mich, nee, also meine Kost, also ich habe unter anderem auch einen Lichtnahrungsprozess gemacht, von dem her weiß ich, ich könnte eigentlich auch von Licht leben, habe aber dann beschlossen, die Erde hat so eine Vielfalt an Obst und Gemüse und ich habe einen Körper, also warum nicht, ne? Also von dem her bin ich wieder eben schon jetzt wieder beim Essen. Ich finde es auch schön, mir macht es auch total Spaß. Ja, aber das eben diese Viren. Und die sind so schlau und die können uns wirklich dazu rufen oder dazu bringen, Sachen zu essen, obwohl wir wissen, nee, das ist eigentlich nicht so gesund. Ne? Also so vom Verstand her wusste ich das schon, weiß ich das schon lange. Ich soll Obst und Gemüse und das roh, dann ist das super. Das ist genau das, was ich brauche. Und Honig dazu, so wie du das auch eben empfindest, für die Glucose. Und dann geht es mir eigentlich super gut. Und da kam immer wieder dieses Virenmonster. Also vielleicht kennt es ja der eine oder andere eben auch, der sagt, oh, ich habe so eine Lust auf eben auf glutenhaltige Nahrungsmittel oder auf Milchprodukte oder auf Eier oder sowas. Das ist nicht unsere körpereigene Intuition, es sind unsere Viren, unsere Pathogene, die uns da rufen. Also wenn man das auch mal weiß, es sind so viele Sachen. Ich habe mir vorher gedacht, wenn ich das, was ich jetzt weiß, was man eigentlich ja in der Schule beigebracht, also eigentlich ist ja was man in der Schule lernen sollte, dieses Wissen. Wenn ich das wirklich gehabt hätte in der Schule, wären mir echt unglaublich viele Krankheiten erspart geblieben. Definitiv. Wenn man das einfach so vorher schon weiß. Ne? Das gilt sicherlich für eigentlich jeden Menschen. Ja, genau. Mit dem Wissen von Anthony William muss man nicht mehr krank sein oder kann sich eben gesunden. Wir können ja noch 2, 3 Lebensmittel auch gerade noch mal nennen, ne? Mit denen, was eben füttert die Viren, weil jetzt haben wir es angesprochen, aber nicht so, was ist es denn jetzt? Ja, gerne. Er hat eine ganze Liste erstellt tatsächlich, hat die dann in verschiedene Ebenen einkategorisiert, was am wichtigsten ist wegzulassen in Ebene 1 und in Ebene 5, da kann man sich zum Schluss mal dran wagen, wenn man das davor gemeistert hat sozusagen. Oder auch, muss man glaube ich auch gar nicht machen, ne? Je nachdem, 5, je nachdem, was man denn auch ob du krank bist oder eigentlich, ob es dir ganz gut geht. Also wer wirklich krank ist, dem rät er wirklich konsequent bis Ebene 5 alles auszulassen. Aber langsam. Ne? Genau, das ist auch ganz wichtig. So Hau-Ruck-Aktionen funktionieren mit dieser Ernährung nicht. So von heute auf morgen alles perfekt machen wollen.
dann ist das Entgiftungssystem quasi auch total überfordert oder überfordert den Menschen dann die Entgiftung, die dann losgeht. Ja, auf jeden Fall gehört da so an erster Stelle mal Gluten, Milchprodukte, Schweinefleisch, viel Salz, also es gehört dazu, dass man Salzkonsum reduziert und Limonadengetränke hat er auch noch bei und Eier, genau. Aber das ist ein Unterschied, also Zitrone schon nicht, einfach nicht Limonadengetränke, oder? Die Limonadengetränke, da geht es ganz gibt's Coca-Cola und Co. Fanta. Ach so. So Zeug. Also so, was die Amerikaner gern literweise am Tag trinken. Also er ist ja Amerikaner, also das heißt, seine erste Zielgruppe waren die Amerikaner. Ich glaube, das ist da wesentlich verbreiteter als in Deutschland. Ja. Und vielleicht nochmal ganz kurz eben diese, also gerade Gluten, was sagt er zu Gluten? Das hast du, glaube ich, besser. Das füttert die Viren halt. Also es ist gar nicht so, also Gluten ist ja generell bei den Menschen, die sich mit gesunder Ernährung befassen, immer ein Thema und da heißt es immer, es verklebt den Darm. Das sagt er aber gar nicht. Also das einzige Thema damit ist wirklich, dass es die Viren ernährt. Und das kann halt, und wenn du halt dann im Darm da so eine Belastung hast, dann kann das wiederum eben zu Beschwerden im Darm führen. Aber es ist nicht das Gluten direkt tatsächlich. Das Gleiche haben wir jetzt für die Eier auch, weil die Eier, er sagt zum Beispiel auch, dass ganz viele Viren, die werden in Reagenzgläsern im Labor gezüchtet und sind dann husch, kommen dann urplötzlich mal daher so, sind dann irgendwie da. Und die sind das eben gewohnt, oder eben auch durch die Impfungen, sind ja auch Totviren. Und diese Viren würden alle über Eier angezüchtet. Das heißt, die Viren kennen quasi das Ei als ihr Nahrungsmittel. Und wenn wir jetzt wieder Eier zu uns nehmen, dann wissen die Viren natürlich, oh, unser Futter kommt, stürzen sich dann da drauf. Ne? Also deshalb eben die Eier weglassen. Und bei den Milchprodukten, das ist halt so hauptsächlich so ein Verschleimer, eben mit auch ganz viel mit Streptokokken. Also alles, was hier mit Nasennebenhöhlenentzündungen und hier so Sachen können sich aber auch im ganzen Körper verteilen, überall beschweren. Aber ganz viele haben es eben da. Ne? Ich glaube, Viren auch. Also Milch ernährt auch alle Unguten und alle Milchprodukte natürlich. Die eben auch Reis lassen. Genau. Was haben wir noch gesagt? Schweinefleisch, das war was eben eins der fettigsten Fleischarten. Genau, extrem fettig. Ansonsten muss man sich nicht quasi vegan ernähren. Man kann auch Fleisch und Fisch essen in diesem Ernährungskonzept von ihm. Genau, es geht nur darum, so das Allerfettigste zu meinen und dass man das eher am Abend eben macht, so das ist am besten dann. Genau. Es gibt noch eine weitere Fleischart, genau, Lammfleisch gilt auch als sehr fettig und alle anderen sind eigentlich okay. Vielleicht könnte man den Fisch gerade noch nennen, also bei Fische, je größer der Fisch, desto eher ist der belastet mit Schwermetalle. Und das wollen wir ja nicht. Also ich meine, ich will ja keine Schwermetalle essen. Das heißt, wenn man das ist auch ein großes Thema bei Anthony William übrigens. Genau, Schwermetalle, das ist auch, weil er sagt, wir haben so viele Schwermetalle eben auch gerade, weil die meisten sind ja doch irgendwie mal geimpft worden. Das sind ja auch Aluminium und so weiter. Ja, nicht nur das, nicht nur du in deinem Leben, sondern wir tragen Quecksilberbelastung aus dem Mittelalter in uns. Das fand ich richtig krass, weil damals war es halt üblich, dass die Quacksalber mit Quecksilber geheilt haben. Da hat jeder erstmal jeder Kranke, der zu ihm kam, so einen Quecksilberdrink bekommen. Und ja, das reichert sich einfach im Körper an. Und wenn man nicht eben die entsprechenden pflanzlichen Mittel, die Anthony dann eben jetzt vermittelt hat, die dabei helfen, nimmt, dann bleibt es einfach da und wird ans nächste Kind weitergegeben und so weiter. Ja, kriegst du das direkt in der Leber mit. Da darf man sich dann eben auch drum kümmern. Ja, da gibt es einen schönen Heavy Metal Detox Smoothie oder ein Schwermetall Entgiftungs Smoothie auf Deutsch. Der auch sehr lecker schmeckt übrigens. Genau, wie kann man sich das jetzt auch vorstellen? Weil eben, also ich glaube, die meisten bei mir kennen auch schon eben sehr vieles, wo ihr jetzt auch genannt habt, aber eben ist das sicher nochmals auch gut, auch hinzuweisen, dass eben die Viren quasi gefördert werden, wenn man diese Nahrungsmittel zu sich nimmt. Und jetzt wäre wie so meine Frage, wie kann man sich das vorstellen, wenn man jetzt noch nicht so sicher ist? Ja, ist das was für mich, sowas auch zu machen, mal so eine Leberkur? Ja, dass ihr mir einfach ein bisschen erzählst, wie das so aussieht und
wie man auch die Ernährung dann so umstellen kann, dass es gesünder ist, dass jeder dann auch weiß, ja, ob das was auch für ihn ist oder nicht oder für sie. Also über die Leberkur sagt Anthony William tatsächlich, die ist für jeden. Also wenn du dich fragst, ist das was für mich? Ganz sicher ist das was für dich. Aber klar, es geht um die Frage, kann ich mir das vorstellen, das zu machen? Das verstehe ich schon so. Ne? Ja, also es ist eben keine Hungerkur. Ich glaube, das erleichtert vielen die Entscheidung. Es ist nicht das, was ich damals bei meiner Leberkurreinigung gemacht habe, dass ich dann 4-5 Tage nur Säfte getrunken habe, sondern man isst sich wirklich satt, halt ja an Obst und Gemüse. Es geht über 9 Tage, diese Kur, und gliedert sich in 3x3 Abschnitte. Und die ersten 3 Tage darf man sogar noch Fett essen, so auf Nachmittag, Abend dann beschränkt und schon ein bisschen weniger, als man so für gewöhnlich tut, aber um sich eben so allmählich zu dran gewöhnen, wirklich, um nicht so von heute auf morgen so diese krasse Entgiftung dann einzuleiten, sondern es ist eben ganz sanft zur Leber. So, die Leber merkt dann, ah, ich kann mal aufatmen, irgendwas passiert hier. Und dann, na, diese 3x3 Gliederung, das ist halt auch nicht ohne Grund so gewählt von Anthony William, sondern die Leber baut irgendwie auf Dreierprinzipien auf, also ihre ganze Physiologie. Und sie fühlt sich quasi durch diese 3-6-9, so heißt sie ja auch, diese Leberreinigung, direkt angesprochen. So, hier geht's um mich. 3-6-9, das sind magische Zahlen. Ja. Und es gibt ja auch verschiedene, also er hat jetzt inzwischen 3 verschiedene Leberkuren herausgebracht. Das eine, was eben die Verena gerade eben gesagt hat, das war die ursprüngliche, und dann gibt es noch eine vereinfachte Leberkur und dann gibt es noch die erweiterte Leberkur. Also die erweiterte ist wirklich was für Profis, sage ich mal, weil da ist es dann wirklich nur komplett rot, ist zu 100% Rohkost und ist zu ganz, ganz viele Smoothies, also fast nur Flüssignahrung. Genau, aber sehr, sehr heilsam eben durch diese Intensität, sehr intensiv. Also für Menschen, die schon sehr hohen Rohkostanteil haben, ist die definitiv auch ganz easy machbar. Genau. Ansonsten nennt Anthony William die tatsächlich als die am schnellsten Heilung bringt, aber es ist dann eben auch intensiv. Also für jemanden, der einfach sehr krank ist, aber oder noch mit so viele Belastungen dann hat. Oder zu viel No-Foods drin hat, das könnte überlastend werden. Also da vielleicht dann wirklich auch jemanden fragen oder uns halt dann fragen, was für eine würdest du es empfehlen? Ja, die vereinfachte, die ist fettfrei von Anfang an, also die ganzen 9 Tage fettfrei, aber dafür kannst du einfach auch noch was kochen, wenn du sagst, oh, ich will aber jetzt nicht auf mein Porridge morgens verzichten, ja, weil Hafer und Hirse ist immer drin, das kann man dann also auch die ganzen 9 Tage machen. Oder eben sagt, nee, Rohkost, das geht irgendwie nicht, weil ich einfach zu empfindlich bin oder weil ich es nicht mag oder weil es Winter ist oder wie auch immer. Also das geht dann auch wunderbar mit der Vereinfachten. Da kann man immer die ganzen 9 Tage was kochen. Und was ich auch noch super, super finde, weil viele sagen, ja, wenn du eine Kur anfängst, du musst die durchziehen, weil sonst unterbrichst du das und was weiß ich. Das ist da wirklich zweitrangig. Das sagt, jeden Tag, wo du etwas tust für die Leber, ist ein super Tag. Natürlich ist es sinnvoll, diese 9 Tage zu machen. Wenn aber jetzt der eine oder andere merkt, oh, das wird mir aber zu heftig von der Entgiftungsreaktion oder weil ich dann doch zu viel Arbeit habe und das alles gar nicht so leisten kann, eben diese Ruhe nicht habe in meiner Leber, dann kann man die eben auch abbrechen. Oder man macht eben nur die ersten 3 Tage dann 3-mal hintereinander und guckt, oh, wie möchte ich denn dann weitermachen? Also das ist sehr flexibel und variabel. Und das finde ich auch sehr, sehr schön in dem System. Das ist nicht so, schon ein bisschen dogmatisch, aber nicht auch so Flexibilität, dass es so beides hat. Ja. Ja, was vielleicht auch für die ein oder andere interessant sein könnte, selbst für Schwangere und Stillende ist es möglich, diese Kur zu machen. Das erwähnt er ausdrücklich. Und das ansonsten wird ja in der Fastenszene, sage ich mal so, eigentlich immer davon abgeraten, dass Schwangere und Stillende fasten und entgiften. Aber die sind eben so sanft, diese Kuren, dass das passt selbst, wenn man schwanger ist und stillt. Da entsteht keine Gefahr für das Kind.
Im Gegenteil, nehme ich jetzt an, eben, man darf sich ja auf jeden satt Fall, essen. läuft auf jeden Fall Man gut. passt sich ja dann an, so Wobei, wir müssen noch eine Ausnahme machen. Also wenn man jetzt schwanger ist und sich bislang wirklich sehr bürgerlich ernährt, sage ich mal, und noch nie Entgiftung gemacht hat, dann ja, wird man das ein bisschen wird man anders nicht mit der angehen. Leber, dann wird man anfangen, mal No Foods rauszulassen, aber nicht mit der Leberkur anfangen. Es ist halt, wenn man vorher auch schon sehr gesund unterwegs war und vielleicht schon mal gefastet hat und sowas alles kennt, dann ist es eben kein Problem, diese Leberkur zu machen, wenn man schwanger ist. Oder eben Tag 1 bis 3 machen. Ja. Bis man dann merkt, ah ja, jetzt bin ich so weit. Ja, jetzt bin ich so weit, jetzt kann ich da einen Schritt weitergehen. Und jetzt noch eben, ihr macht ja diese verschiedenen Kurse, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ihr habt Gruppen und dann in diesen Gruppen kann dann jeder eigentlich einsteigen und ihr guckt dann individuell, was jeder so braucht und empfiehlt dann der Person oder sind das verschiedene Gruppen, wo man dann zugeteilt wird quasi. Wir haben feste Termine. Also wir haben feste Termine. Wir machen das einmal, bis jetzt machen wir das einmal im Monat und sagen, okay, in diesem Monat machen wir die vereinfachte Leberkur. Im nächsten Monat machen wir die ursprüngliche Leberkur. Und dann geht es auch wirklich nur darum. Und wir begleiten das über eine Telegram-Gruppe die ganze Zeit, also auch schon davor, und auch noch ein bisschen hinterher, weil da danach kommen ja doch immer wieder Fragen auf, oh, wie mache ich das, wie mache ich das? Das sind wir also auch noch ein bisschen weiter da. Und zum Vorab, wenn man nicht weiß, was für eine ist denn das, ist denn jetzt die richtige, dann würde ich auf jeden Fall eben eine Mail schreiben an uns Genau. und dann einfach da in Bisschen Kontakt gehen, schildern, schildern, was wo man so geht's. steht mit seiner Ernährung und Genau, oder was oder man für Beschwerden hat vor allem auch. genau, wir haben auch einen Fragebogen und dann anhand von dem können wir dann auch schon mal sagen, okay, vielleicht eher das, vielleicht eher das, oder man kann auch mal miteinander zoomen, zum schauen, was ist denn jetzt die richtige Kur. Und was wir auch noch jetzt dann gleich bald haben werden, ist ein wunderschönes Workbook, da arbeiten wir Bisschen Arbeit. gerade, genau, ist eine Arbeit. Bislang haben wir nur so einfach ganz schlichte Word-Dokumente. Hier sind die Rezepte, hier ist die Anleitung reingegeben und Genau, jetzt gibt es ein schönes Workbook. genau. Und da ist schon alles dann mit dabei. Also so auch, wenn man das jetzt gemacht hat, diese Leberkur, dass man einfach danach auch noch was hat, dass man dann jederzeit auch Kann man das immer wieder Wissen, machen. genau, Das kann man ist immer wieder sowieso machen. sowas. Wenn man das einmal gemacht hat, dann So. merkt man auch, das Ja. geht weiter und kann man auch mehrmals im Jahr, kann man tatsächlich auch irgendwie eine nach der anderen machen. Auch das schlägt Anthony vor. Also wenn man jetzt wirklich schnell mal weiterkommen will und gesunden will, dann direkt, wenn einem das gut getan hat, direkt wieder bei 1 anfangen nach Tag 9. Kann man machen, genau. Also da gibt es viele Möglichkeiten, was man so tun kann. Genau. Und da stehen wir aber dann auch da und eben ich mit meiner Empathie und einfach auch, ich kann ja auch in andere Körper reisen. Das kann ich ja auch. Also ich kann ja aus meinem, ein Teil von mir geht aus meinem Körper raus und kann in den anderen Körper hineinreisen. Und da kann ich dann auch abfragen, was ist denn jetzt da das Beste? Also was macht denn jetzt da auch Sinn? Ja, das Spannende ist ja auch, dass du in die Leber reisen kannst. Das haben wir ja Das zuerst hatten wir mal noch für uns gar nicht. ausprobiert. Genau, diesen Ich ganz wollte mal interessant. wissen, ob meiner Leber diese Kur jetzt wirklich oder wie ihr das gefällt. Und dann ist Mona in meine Leber gereist und hat sie mal dazu befragt und überhaupt erst mal wahrgenommen, was da so ist. Es war sehr interessant. Es Genau. gibt halt noch ein paar Schwermetall-Altlasten und die Leber hat es sehr genossen, mal so richtig Zeit zum Aufräumen zu haben. Ja. Ja, das ist echt eine ganz interessante Erfahrung, auch so eine Leberreise zu machen. Es ist wirklich, also ich kann quasi die Leber von außen dann sehen. Also je nach, es kommt immer auf die Leber drauf an, was sie mir zeigt. Also ich bin ja dort Gast, also braucht dann auch die Einladung von der Leber. Wenn ich dort quasi so die Anreise mache, da kann ich für gewöhnlich schon immer sehen, wie die von außen quasi ausschaut. Und dann je nachdem, manche eine Leber hat mich schon so komplett rundherum geführt und bei den anderen, da kann ich dann direkt rein, bei der anderen, da muss ich irgendwie über die Arterie rein. Das ist total verschieden. Aber im Prinzip bekomme ich immer eine Auskunft darüber, also wie sieht sie von außen aus? Und wie geht es ihr innen? Also ich gehe da auch so in so einem Zustand von, mit eben mit der Frage, Leber, wie geht es dir? Und begebe mich dann total in diesen Zustand von ihr, wie es ihr jetzt gerade geht. Ja, also ja, die einen sind halt gestresst und die anderen sind so ein bisschen schlapp. Also es ist total unterschiedlich. Oder eben auch mit der Sauerstoffversorgung, das kommt da auch komplett durch, wie es ja Das eben gehört ja immer noch dann. zum Fettthema, ne? Ja. Also je höher der Fettgehalt im Blut ist, umso geringer ist nämlich die Sauerstoff. Sauerstoffkonzentration.
Und deswegen muss die Leber dafür sorgen, dass das Fett da rauskommt, aber bei einer ständig fettreichen Ernährung schafft sie das gar nicht mehr. Ja. Und dann ist echt so eine Sauerstoffunterversorgung. Ja. Und das merke ich da bei der Leberreise auch. Und könnte das dann auch sein, eben weil es gibt ja auch immer mehr Menschen, die sind müde. Also ich dachte jetzt gerade... Das ist die Leber. Das ist die Leber. Auch Schlafprobleme. Schlafprobleme ist die Leber. Also wir haben die ganzen Krankheiten, die Liste, haben wir der, aufgezählt, ne? Die ist so lang. Hashimoto zum Beispiel haben wir jetzt in der letzten Gruppe, haben wir gleich, waren alle betroffen. Es war interessant, wie die Gruppe so zusammengefunden hat. Alles, was Autoimmunerkrankung ist. Selbst auch Krebs. Also eine Bekannte von mir, die hatte Krebs und die hat den Krebs geheilt durch die Leberkuren. Oder eben, wie ich vorher gesagt habe, Tinnitus oder eben Migräne, Neurodermitis. Alles, was Hautprobleme ist, ist alles die Leber. Also im Prinzip fast alles. Und Darmprobleme auch. Darmprobleme auch, ja, ganz viele Darmprobleme. Da war ich auch lange Jahre, war ich sehr einfach auf den Darm fokussiert. Du musst den Darm reinigen, wurde immer ständig gepriesen. Mhm. Aber auch da liegt der Ursprung in der Leber, die ist davor. Und der Darm regeneriert sich automatisch, wenn die Leber halt dann mal gereinigter ist und gesünder ist. Ja, da kann man sich auch dem Darm noch mehr widmen. Also es ist echt faszinierend, weil es wirklich, aller Ursprung ist wirklich in der Leber drin. Also deshalb, liebe Leute, kümmert euch um eure Leber. Ja, wenn ihr so richtig in das Leberthema einsteigen wollt, wir haben dazu auch ein halbstündiges Seminar richtig mit Präsentation aufgenommen, wo wir so ja den Inhalt wirklich aus Anthony Williams Buch wiedergeben. Aber auch schon, was wir jetzt an Erfahrungen durch die Leberkur-Betreuung dann gesammelt haben. Und auch, was unsere Teilnehmer sagen. Genau, das meinte ich damit so. Ja. Genau, das können wir euch auch empfehlen. Dann könnt ihr euch das anschauen. Mhm. Den Link können wir dann unter dem Video machen. Könnt ihr. Genau, dann könnt ihr euch das nämlich anschauen. Da ist einfach noch mehr Information über die Leber. Und genau, unser Angebot beschreiben wir da auch nochmal. Genau, was wir dann machen, wie das. Genau. Ja, gibt es noch etwas, was ihr heute gerade mitgeben möchtet, wo ihr merkt, das ist noch ganz, ganz wichtig, wo wir heute noch mitgeben möchten? Die Leber ist sogar dein zweites Hirn, sagt Anthony. Und es ist lückenloser als dein Hirn. Sie merkt sich wirklich alles, all deine Exzesse. Sie merkt, wenn da Regelmäßigkeiten sind, zum Beispiel, wenn du regelmäßig zum Wochenende so Völlerei betreibst oder Alkohol trinkst, dann merkt sie sich das wirklich. Und das Wissen wird wirklich von Leber zu Leber auch weitergegeben. Von der Mutterleber zur Kindleber. Also es ist wirklich das faszinierendste Organ im menschlichen Körper, finde ich. Ja, ich möchte zur Faszination auch noch was beitragen. Da war ich mich total hin und weg. Und zwar bei einer Lebertransplantation zum Beispiel. Das ist ja was recht Extremes. Es reicht zum Beispiel, eine halbe Leber zu transplantieren. Das heißt, bei der Spenderleber, also der Spender, den entnimmt man die halbe Leber und der Empfänger bekommt die andere Hälfte. Und bei beiden fängt die innerhalb von ganz kurzer Zeit wieder nach ein paar Tagen an zu wachsen. Nach 2 Monaten ist das Organ wieder komplett. Das finde ich so der Hammer, wo ich das gelesen habe. Also in 2 Monaten hast du Hammer. Also das fand ich echt so, wow, was die kann. Also was die kann. Ja, ich glaube, ich möchte noch einen Praxistipp, wie man am besten früh am Morgen gleich anfängt. Nämlich mit einem halben Liter Zitronenwasser. Also man quetscht sich eine halbe oder auch eine ganze Zitrone. Einen halben Liter Wasser und fügt dann auch noch nach Geschmack Honig zu. Das ist sehr gut. Dann hat das Hirn auch gleich Glukose und die Leber sowieso, die brauchen das unbedingt. Mhm. Und damit tut man sich so viel Gutes, wenn man so in den Tag startet. Ja. Ja, vielen Dank. Ich glaube, das ist ein super Tipp, den jeder umsetzen kann. Mhm. Mal ausprobieren und dann wird man ja auch schon merken, dadurch, ja, dass man frischer in den Tag startet, auch diesen süßen Geschmack, den man ja auch gerne durch den Tag macht, so auch schon morgens gut. Und keine Angst vor Früchten, genau, das ist auch noch ein ganz wichtiger Hinweis, weil das so in den Köpfen teilweise ist, ich darf nicht so viel Früchte essen wegen der Fructose und das ist so schädlich. Nein, das ist alles Lüge. Ja.
Ich habe auch noch einen schönen Hinweis, einen schönen Tipp für die Leber. Gerne. Und zwar, die Leber, es ist ja eben durch die Reisen und eben auch durch die Beschreibung, Anthony, ich weiß, das ist, sie hat das ja ihr eigenes Wesen. Und nachdem ja die meisten das Wesen gar nicht so wahrnehmen, weil sie ja nicht schmerzt und so weiter, ist sie so ein bisschen unterversorgt mit Fürsorge. Ja? Und wenn wir jetzt einfach unsere beiden Hände einfach auf die Leber legen und sagen, hey Leber, schön, dass du das alles für mich tust, und einfach, dass so einen kleinen Moment innegehst und da ihr dankst, oh, das findet die so super und macht sich noch mehr an die Arbeit. Genau, und versucht es eben, oh, und das bringt ihr wahnsinnig viel Energie. Und unsere Hände sind ja auch sehr, sehr heilsame Instrumente. Also wenn wir einfach wirklich unsere heilsamen Instrumente verwenden für unsere Leber oder vielleicht einfach auch noch hingehen und dann sagen, okay, die Gifte, die du jetzt loswerden möchtest, die sauge ich mit meinen Händen raus und gebe sie ins Licht. Dann tust du auch nochmal ganz was Gutes für die Leber. Sehr gut. Ich komme gleich auch auf schöne Ideen, weil die stärken wir eben weitermachen. So die Leber mit einem Wickel, also der sehr schön warm ist, wo die Leber dann auch so entspannen kann und auch die Seele. Genau. Es gibt auch ganz viele schöne Tools, die man machen kann. Ja. Ja, vielen, vielen Dank. Und ja, ich hoffe, dass ihr jetzt ein besseres Bild habt. Und sonst gibt es ja noch diese schöne Fortbildung. Seminar. Genau, das Seminar, wo ihr ihn euch auch noch angucken könnt. Genau. Ja, vielen Dank dir auch für dieses nette Gespräch. Ja. Und danke, lieber Zuschauer, für deine Aufmerksamkeit. Tschüss, danke. Tschüss. Musst du wieder bestätigen. Wir haben jetzt auch noch besondere Tipps. Und zwar, wie man auch merkt, man ist so hochsensibel, gibt es da eben auch noch welche Tricks, die man anwenden kann, um die Leber zu entlasten. Ja, genau. Da haben wir es ja gerade eben so im Nachhinein nochmal drüber gesprochen und gesagt, oh, das machen wir jetzt, zeichnen wir es gerade auf. Und zwar, wenn du hochsensibel bist auf Duftstoffe zum Beispiel, weil Duftstoffe gehören oder fallen eben beim Anthony auch unter den Störenfriede. Die haben wir auch gar nicht erwähnt. Also wenn du die Liste der Störenfriede wissen willst, schau unser Seminar auch an. Genau. Wenn du das, dann weißt du nämlich alles, was Störenfriede sind, das ist nämlich ganz, ganz viel. Und das gehört eben auch dazu. Das heißt, sobald du jetzt hochsensibel bist, eben auf so chemische Stoffe, das ist auch ein Zeichen von der Leber, sie ist überlastet. Und sobald man dann in die Leberreinigung reingeht, geht die Sensibilität zurück. Also das finde ich auch total spannend. Bei mir war es auch so, ich konnte ganz lange in keine Supermärkte rein. Also das hat echt lang gedauert. Aber jetzt ist es kein Problem. Weil da stinkt es ja nach Waschmittel und so, die ganzen Chemie. Das geht echt irgendwie gar nicht. Oder eben auch Elektrosensibilität, interessanterweise. Also wenn jemand also elektrosensibel ist, das ist einfach auch... Das hängt mit den Schwermetallen im Körper zusammen, ganz klar. Und das ist ein Warnzeichen von unserem Körper, hey, das ist jetzt zu viel. Würdest du das jetzt zulassen? Würdest du jetzt quasi in diesen Parfümerieladen reingehen oder würdest du jetzt wo wohnen, wo viel Elektrosmog herrscht? Das wäre eine Überforderung vom System. Das ist also quasi der letzte Warnruf von deinem Körper. Hey, don't do it. Ja? Und wenn wir aber unseren Körper dann wieder reinigen, mit einer Leberreinigung oder mit der Ernährungsumstellung nach Anthony Williams. Beides in Kombination. Am besten beides, genau. Dann geht es alles peu à peu auch wieder zurück und man kann da auch wieder das ertragen oder vielleicht auch wirklich wieder genießen. Einfach sagen, oh schöner Duft und nicht, mir geht es danach schlecht, kriegen Hautausschlag oder was auch immer. Ja? Also das ist auch, also alles, was so in die Richtung Hochsensibilität reingeht, was einfach unangenehm ist zu ertragen im Alltag, mach eine Leberreinigung und ernähr dich nach Anthony Williams. Und dir geht es besser. Auch gelassener macht es, ne? Ja, definitiv. Wenn du ständig. Sagen wir nochmal was. Wir können ja 3 Stunden über die Leber sprechen. Ja, wir Emotionen. Jetzt mal ab. Die ganzen Emotionen zum Beispiel, wenn man sehr emotional ist, die sind auch alle in der Leber gespeichert. Also alle Emotionen, die wir jemals gelebt haben, ob fröhlich, ob traurig, ob wütend, ob was weiß ich, alles. Und die da quasi runtergefuttert haben, that's the Kombi, und mich losgelassen haben durch Energiearbeit, die sind auch nochmal alle gespeichert. Gut, jetzt machen wir einen Punkt. Ja. Am besten zu uns ins Leberkurs kommen. Genau. Da gibt's dann oder das Buch mal lesen. Oder 500 Seiten.
Genau. Vielen Dank. Gerne.